So, liebe Leute, wir müssen mal reden über den Nintendo Online Service. Beziehungsweise, ich muss dich mal ein bisschen auskotzen. Aber erstmal vorweg sei gesagt, ich liebe Nintendo, ich liebe die Exklusivtitel, ich liebe die Switch an sich so, wie sie ist und für das, was sie sein soll. Und versteht mich nicht falsch, ich habe auch nichts gegen bezahlbare Mitgliedschaften für Online Services. Und Nintendo liegt hier preislich auch noch unter dem Durchschnitt von Microsoft oder Sony. Weil, um jetzt online spielen zu können, gegeneinander oder miteinander auf der Nintendo Switch, muss man jetzt eine Mitgliedschaft abschließen, wie viele wahrscheinlich schon gemerkt haben, mit dem Release von Super Smash Bros. Ultimate. Und das kostet im Monat 4 Euro. Und wenn man sich 12 Monate im Voraus kauft, für 35 Euro zahlt man für einen Monat 3 Euro. Was ja jetzt nicht viel ist. Würde man wenigstens irgendwas für sein Geld kriegen. Und zwar gibt es hier für mich einige Punkte, die mich extrem stören. Bevor wir zu den Spielen kommen, kommen wir erstmal zu dem Chatten. Wenn man wie auf jeder anderen normalen Konsole oder wie am PC oder sagen wir wie bei der Xbox 360 oder bei der PS3 schon 2005, 2006 rum mit Leuten in einer Party oder im Spielechat per Headset reden will, muss man das über eine Smartphone-App machen, Leute. Was ist das denn, bitteschön? Da kann mir keiner sagen, dass das die coolere Option ist. Das finde ich einfach nur schade, weil das ja wohl die wenigsten machen. Und ich weiß noch damals in den Online-Lobbys, wo man sich sogar richtige Freundschaften aufgebaut hat über Jahre, nur durch diesen Spiele-Chat und über diese Funktion, Leute in eine Sprachchat-Party sozusagen einzuladen und zu reden. Das aber mal dahingestellt, finde ich es auch extrem schade, dass Nintendo immer noch keine Achievements oder Trophäen in ihr ganzes Online-System eingepflegt haben. Weil die meisten Dritthersteller, die meisten Entwickler von ihren Spielen, haben diese ja sowieso in ihre Spiele implementiert. Deswegen wäre das nur ein Übernehmen, was Nintendo machen müsste und halt für ihre eigenen Exklusivtitel auch halt Achievements, Trophäen oder wie sie es dann immer nennen wollen, zu entwickeln. Was aber auch nicht die Welt ist. Aber es würde einfach auf so eine Meta-Ebene innerhalb der Freundeslisten für manche, die das halt gerne nutzen wollen, wie ich zum Beispiel, nochmal richtig Spaß machen, sich dort zu messen, einfach mit seinen Freunden. Ich liebe sowas. Und auch ein Spiel komplett zu machen, also 100% alle Trophäen und Erfolge zu sammeln. Sowas gibt es leider auch nicht bei Nintendo, was ich sehr schade finde. Was ja mit dem Online-Service, mit dem bezahlbaren Online-Service eigentlich die perfekte Möglichkeit gewesen wäre, das mal zu implementieren in das ganze System. Es besteht ja nicht mal die Möglichkeit, seinen Freunden aus der Freundesliste eine Nachricht zu schicken. Nicht mal eine Textnachricht kann man den Freunden schicken, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Knackpunkt, was mich dazu gebracht hat, dieses Video eigentlich erst zu machen. Und zwar der Super Smash Bros. Ultimate Online-Dienst. Wie gesagt, versteht mich bei dem hier auch nicht falsch, denn 1 gegen 1 Matches gegen Freunde oder auch 1 gegen 1 Matches online und sonstiges gegen Randoms und so laufen an sich flüssig ab mit wenig Lags. Aber wenn ihr denn schon mal online mit 4 Spielern gespielt habt, also 2 gegen 2 oder halt jeder gegen jeden, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass das ziemlich verlaggt und ziemlich ruckelig abläuft. Man muss hierbei aber sagen, dass die Lags alle synchron bei allen gleich sind, also es ist genau gleich eingefroren bei allen anderen Spielern, sodass sich kein Spieler durch die Lags irgendwie einen Vorteil schaffen kann, aber trotzdem laggt es und es reißt dann einfach aus dem Spielerlebnis raus. So, und das ist jetzt auch kein Ding, was ich nur erlebt habe, das haben alle von meinen Freunden fast erlebt, das haben hunderte, tausende Leute in den Foren oder in anderen Communities erlebt. Das ist einfach extrem laggt in den Online-Matches bei Smash Ultimate, wenn man mit mehr als 2 Spielern spielt und das darf nicht sein. Erstmal der Fakt, dass man sowieso nur zu 4 spielen kann, ist für mich schon eigentlich ein kleiner Skandal. Also ich hatte jetzt schon öfter den Fall in meinem Freundeskreis, dass wir mehr als 4 Leute waren, die Smash Ultimate hatten und alle zusammenzocken wollten. Und dann mussten die anderen am Rand zugucken, wie die anderen eine Runde spielen, um dann in der nächsten Runde die Plätze zu tauschen. Leute, wie lame ist das denn bitte schön? Man will ja auch wohl mal mit 8 Leuten oder so spielen. Ich finde, 8 Leute sollte das Maximum sein. Das ist noch aushaltbar. Natürlich ist das dann ein Durcheinander und so. Man kann das eh nicht kontrollieren, weil das alles durcheinander springt. Aber trotzdem sollte es die Möglichkeit geben, dass man zu 8 spielen kann. Und nicht nur zu 4. Das ist ja wirklich lächerlich. Aber wenn es bei 4 Leuten schon manchmal laggt, dann will ich gar nicht wissen, wie es bei 8 Leuten ist. Und das Spiel ist noch frisch auf dem Markt. Ich weiß, an den ersten 2 Tagen habe ich auch noch ein Auge zugedrückt. Die Server sind vielleicht überlastet und so. Dass es dort in den Online-Matches zu Lags kommt, alles klar, aber jetzt inzwischen muss das mal laufen und ich finde das ein bisschen traurig. Einen kleinen Punkt habe ich noch und zwar, wie der ganze Online-Service sowieso eingebracht wurde. Der kam ja mehr oder weniger mit Mario Party raus, was für mich auch von Nintendo-Seite aus wieder ein kleiner Skandal ist, denn sie haben einfach den Mario Party Online-Modus, also online, wenn du online gegen deine Freunde spielen willst, Mario Party, kannst du nicht normal Mario Party spielen, du kannst nur 10 ausgewählte Minispiele spielen im Online-Modus. Du kannst nicht mal ein richtiges Mario Party-Match spielen, so wie man es eigentlich kennt. Und da brauchen wir Nintendo auch nicht erzählen, dass das jetzt irgendwie technisch 2018 so unmöglich ist, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dass man da irgendwie ein normales Mario Party Match spielen kann. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von dem Nintendo Online Service. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber wie gesagt, für mich ist ein richtiger Fan auch einer, der sich mal ein bisschen auskotzt und seine Lieblingsfirma nicht immer nur mit der Fanboy-Brille betrachtet, sondern auch mal ein bisschen kritisch betrachtet. Ich finde, das macht einen richtigen Fan aus. Deswegen schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin damit raus. Ciao und tschüss, euer Theo.